Hans-Peter stand vor der Wahl, weiter kortisonhaltige Medikamente zu nehmen oder durch gezieltes Körpertraining seine Rückenbeschwerden zu lindern. Sonja entschied sich für ein regelmäßiges Training, um etwas für ihre Figur zu tun. Jochen geht regelmäßig zum Sport, um eine berufsbedingt sitzende Tätigkeit zu kompensieren und sein Herz-Kreislauf-System fit zu halten. So unterschiedlich die Trainingsziele der drei. Eines haben sie gemeinsam. Sie haben den Fitnessführerschein im Fitnesspark Wolfsanger erworben. Was immer auch ihre sportlichen Ziele sind, der Fitnessführerschein sorgt dafür, dass sie ihre Fitnessziele auch garantiert erreichen. Ich habe den Fitnessführerschein gemacht, weil ich mich oftmals im Fitnessstudio verloren gefühlt habe. Ich wusste nicht, zu was die Geräte gut sind, beziehungsweise die einzelnen Übungen, und hatte keinen richtigen Fitnessplan sozusagen. Der Fitnessführerschein ist im Prinzip die Basis des Sportes. Es kombiniert oder führt die praktischen Übungen mit dem theoretischen notwendigen Wissen zusammen und schafft für jeden Teilnehmer persönlich das, was er sich vom Sport erhofft und erwünscht. Ja, der Fitnessführerschein führt einen sehr, sehr gut in die einzelnen Geräte und auch in die einzelnen Muskelgruppen ein. Das heißt, man geht bewusster an die Übungen heran, weiß, worauf man zu achten hat, übt die Geräte sauberer und korrekter aus. Man kann auch viel falsch machen, wenn man gewisse Dinge nicht beachtet, und hier gibt der Fitnessführerschein eine ideale Orientierung. Wir achten darauf, dass die trainingstheoretischen Regeln des Sportes, die Verkehrsregeln beim Führerschein, die Verkehrsregeln hier beim Sport eingehalten werden, und das sorgt dafür, dass er einfach über Jahre einen Erfolg beim Training hat. Fitnessführerschein ist für mich, dass man lernt halt seinen Körper zu erkennen, Muskeln, Skelett, und das zu behalten und halt auch zu verbessern. Auch wenn alle drei Absolventen des Fitnessführerscheins Gleiches gelernt haben, ihr regelmäßiges Trainingsprogramm fällt je nach Trainingsziel unterschiedlich aus. Mein Trainingsziel ist und war halt allgemein die Muskulatur zu stärken und halt die Ausdauer zu verbessern. Also ich trainiere dreimal in der Woche. Es gibt viele Parallelen zwischen dem Kfz-Führerschein und dem Fitnessführerschein. Eine davon ist die Regel rechts vor links, wo wir alle wissen, die ist unerlässlich für den Straßenverkehr. So eine Regel gibt es auch für das Fitnesstraining. Das ist die Regel der Superkompensation. Sie beschreibt das Verhältnis zwischen einer Belastung und der Anpassung und der Verbesserung des Körpers. Wenn ich die Superkompensation nicht beachten würde, würde man entweder in ein Übertraining geraten, indem man zu häufig trainiert, was dafür sorgt, dass die Leistungsfähigkeit abnimmt und man genau das Gegenteil vom Training bekommt. Das Zweite, was passieren kann, dass man zu wenig trainiert oder zu große Pausen zwischen seinem Training hat. Dann gibt man sich zwar Mühe im Training, aber bekommt nicht die Resultate, die man sich eigentlich erhofft. Die Superkompensation für Hans-Peter bedeutet zum Beispiel, wenn er die Beinpresse macht, dass er sich an diesem Tag, wenn er trainiert, erschöpft. Der Körper, der reagiert auf diesen Trainingsreiz mit einer Verbesserung seiner Leistung, speziell im Beinbereich. Und was da besonders wichtig ist, ist, dass er, wenn er das nächste Mal wieder trainiert, auch den richtigen Tag findet, um wieder zu trainieren. Und zwar an dem Tag, wo er sich nicht nur erholt hat, sondern wo er super kompensiert ist. Das bedeutet, wo er sich über das vorige Maß hinaus verbessert hat. Das breite Übungsprogramm von Sonja wird von dem Ziel bestimmt, etwas für ihre Figur zu tun. Für mein Fitnessziel der Figur nutze ich gerne die Übung Kniebeugen, da die halt meinen Po formt. Am liebsten mache ich Übungen für die Beine. Kniebeugen, Beinpresse, Beinstrecker, Beinbeuger, das sind so meine Lieblingsübungen, die ich hier mache. Und im Laufe der Zeit habe ich mich einfach mehr getraut, auch mal von den Geräten wegzukommen und diese Körperpartien eben mit freien Übungen und Freihantelübungen zu trainieren. Eine weitere Parallele zwischen dem Fitnessführerschein und dem Kfz-Führerschein ist zum Beispiel das Prinzip der Ampelschaltung. Wir wissen alle, bei Grün dürfen wir fahren und bei Rot müssen wir halten. Und beim Fitnessführerschein gibt es das Prinzip der Periodisierung. Dieses Prinzip beschreibt, dass man nach einer gewissen Zeit im Training etwas verändern muss. Sonja hat das ganz toll gemacht, denn sie hat zum einen eine Variation in den sogenannten Trainingsmethoden einfließen lassen. Das heißt, sie hat zum einen einmal mit einem schweren Gewicht
und wenig Wiederholungen trainiert und zum anderen Mal mit einem leichten Gewicht und viele Wiederholungen gemacht. Und neben dieser Variation der Trainingsmethoden hat sie zum anderen auch eine Übungsvielfalt mit reingebracht. Sie hat mit einem Gerätetraining angefangen und ist dann später zu einem Freihanteltraining gekommen, was deutlich anspruchsvoller ist. Und das ist für einen langfristigen Erfolg unerlässlich. Das Ziel, seine Vitalität und Ausdauer zu optimieren, bestimmt das Trainingsprogramm von Jochen. Ich habe ein relativ gleichmäßiges Trainingsprogramm. Ich mache immer zunächst Muskeltraining, unten an 12 Geräten, trainiere unterschiedliche Muskelgruppen und anschließend tobe ich mich immer eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde hier auf dem Rad oder auf einem anderen Ausdauergerät aus, um etwas für mein Herz- und Kreislaufsystem zu tun. Die dritte Parallele zwischen dem Führerschein und dem Fitnessführerschein ist das Prinzip, dass man bei einem Richtungswechsel blinken muss, damit man sicher einen Fahrstreifenwechsel vornehmen kann. Das ist auch wichtig, um an sein Ziel zu kommen beim Sport, das Prinzip der steigenden Belastung. Wenn man sich nicht an das Prinzip der steigenden Belastung hält, sorgt das dafür, dass der Körper sich immer nur bis an das Niveau gewöhnt, was man ihm bietet. Und das würde voraussetzen, dass man im Training stagniert, dass nichts weiter passiert. Wenn wir im Laufe der Zeit die Belastung steigern und den Körper vor neue Herausforderungen stellen, steigert sich nicht nur die Leistungsfähigkeit, sondern auch die Widerstandskraft des Körpers. Das heißt, wenn es mal dazu kommt, dass es von außen Einflüsse gibt, wie zum Beispiel eine schwere Belastung in Form von Sport oder vielleicht auch eine Krankheit, die sich entwickelt, ist der Körper besser auf diese Einflüsse vorbereitet und kann besser damit umgehen. Wie nachhaltig die Wirkung des Fitnessführerscheins ist, zeigt sich an der Treue, die Absolventen des Fitnessführerscheins dem Fitnesspark Wolfsanger über viele Jahre schenken. Nicht zuletzt der Resultate wegen. Da ich also Rückenerkrankungen habe, merke ich halt deutlich, dass ich halt im Endeffekt meine Beschwerden verbessert habe. Was ich durch das Training bemerkt habe, ist, dass sich das positiv auf den Abbau der Fettpölsterchen, die man so hat im Bauchbereich, ausgewirkt hat. Das allgemeine Wohlbefinden ist ausdrücklich gesteigert, dadurch, dass ich wieder regelmäßig Sport mache. Und das tut der allgemeinen Fitness, der Muskulatur, den Gelenken, dem Rücken ausdrücklich gut. Im Unterschied zum Kfz-Führerschein muss beim Erwerb eines Fitnessführerscheins niemand eine Prüfung ablegen. Natürlich gibt es keine Prüfung vom Fitnessführerschein. Für uns ist das Ziel, dass die Leute erfahren, um was es beim Sport geht. Und dass es nicht nur darum geht, Gewichte zu bewegen und Übungen zu machen, sondern dass es ein etwas umfangreicheres Themengebiet ist, was aus einer Praxis besteht, aus dem Sport, aus dem Fleiß, mit dem Anwenden der Theorie. Und wenn man diese beiden Sachen zusammenführt, dann kann man sagen, dass Leute lange und erfolgreich Sport machen. Wenn auch Sie auf den Fitnessführerschein abfahren, dann buchen Sie doch gleich eine unverbindliche, kostenlose Probestunde im Fitnesspark Wolfsanger.